Herzlich willkommen zurück hier bei City Skylines über unserem wunderschönen Kreisverkehr und irgendwie gerade bei leichten Performance-Problemen. Was ist denn los? Irgendwie ruckeln wir gerade leicht. Der Kreisverkehr fließt so ungleichmäßig, aber immerhin, der Verkehr fließt wieder. Wie sieht es in der restlichen Stadt aus, verkehrstechnisch? Hier ist es immer noch voll. Hier steht immer noch alles. Das geht gar nicht. Wir könnten vielleicht nochmal versuchen, wieder hier noch ein bisschen rumzuprutschen. Und uns irgendwie hier noch einen Bypass legen. Wie ich es da vorne ja auch schon gemacht habe. Nur müsste ich wahrscheinlich hier das Haus platt machen. Da ist auch noch so ein Bahnanschluss. Der könnte ein kleines Problem werden. Dann haben wir hier noch so einen Direktbypass über eine riesige Kreuzung, damit hier nicht alles über den Kreisverkehr fahren muss. Das hoffentlich hilft. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, die Kreuzung macht da eher mehr Probleme, als sie hilft. Aber mal gucken, ob da überhaupt Leute langfahren oder ob die jetzt immer noch alle durch den Kreisverkehr juckeln. Ich glaube, die wollen hauptsächlich ins Wohngebiet. Das bringt denen also herzlich wenig, wenn ich hier so eine Bypassstraße baue. Na, wo wollen die hin, die jetzt da an der Ecke stehen? Also da? Die fahren alle hier rein. Warum fahren die denn nicht an den Bypass? Der Verkehr, der da raus will, wo wollen die hin? Das sind alles LKWs, so wie es aussieht. Wo fahren die hin? Die fahren Richtung Autobahn raus, so wie es aussieht. Alle? Ja, die fahren alle Richtung Autobahn raus. Das heißt, wir müssten irgendwie... Wo fahren sie hier hin? Die fahren... Fahren die jetzt da wieder runter? Da ist ein riesiger Stau auf der Autobahn, auf der Abfahrt hier. Wo fahren die denn alle hin? Also vor allem fahren die in Richtung dieses Kreisverkehrs. Können wir die Straße da mal ein bisschen upgraden? Ich glaube, da liegt so ein kleines Problem, dieses Konstrukt hier, dass diese Straße hier zu klein ist. Und deswegen, da der Verkehr nicht so fließt, wie er fließen sollte. Jetzt haben wir zumindest eine Rechts- und eine Linksabbiegerspur. Irgendwie ist das aber trotzdem noch doof. Da sind zwei Kreuzungen hintereinander, da müssen wir mal ran da. Das funktioniert so nicht. Nicht upgraden, ich hätte gerne das Bautool. Das soll bitte mal sich da an diese Kreuzung anschließen. Beziehungsweise so und dann da an diese Kreuzung. Wenn wir das jetzt noch auf drei Spuren ausweiten könnten, wäre das natürlich perfekt, damit wir, oder vier ginge natürlich auch, damit wir eine geradeaus, eine links, eine rechts bekommen. Jetzt haben wir auch eine Auffahrt, das will ich ja eigentlich schon nicht. Die sollen da ja nicht auffahren, die sollen da nur abfahren, deswegen hatte ich das eigentlich vermeiden wollen. Das heißt, wir müssen das eigentlich so upgraden. Das ist, glaube ich, besser. Dann haben wir nämlich hier nur eine Richtung. Eine rechts, eine links, eine geradeaus. Das sollte dann da eigentlich hauptsächlich den Verkehr entschärft halten. Das müsste gehen, ja. Da können wir nochmal ausflaggen. Da kann sich... Ups, da kann sich ruhig was ansiedeln. Habe ich nichts gegen. Das scheint doch jetzt ganz gut zu funktionieren hier. Sind die kleinen Wohngebietsstraßen, dass die ein bisschen voll sind. Das ist klar. So, wie sieht es denn allgemein im Verkehr aus? Einmal die Verkehrskarte. Boah, Alter, so viel Rot. Was passiert hier? Was machen die denn da? Das sind die ganzen Müllwagen, so wie es aussieht. Aber warum fahren die denn da lang? Ist das hier eine Einbahnstraße noch? Nee. Daran kann es doch nicht liegen. Warum fahren die denn alle hier über die Straße, über die Kreuzung? Sind die bescheuert? Das ist doch keine Einbahnstraße. Vor allem, wo fahren die hin? Ja los, fahrt. Ich will wissen, wo ihr hinfahrt. Ja, genau ihr. Ihr da an der Kreuzung. Wo fahrt ihr hin? Ihr steht da nur. Wir fahren in die Stadt. Also, warum fahren die denn da lang? Das muss ich jetzt aber wirklich nicht so ganz verstehen. Warum die alle hier auf die Autobahn fahren, um dann direkt hier vorne über diese Mini-Abfahrt wieder runterzufahren? Da können die doch direkt hier durch den Kreisverkehr. Warum fahren die denn da hoch? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ist doch total blöd. Ich meine, ich könnte die natürlich auch hier auf die Autobahn jagen, weil da habe ich ja den perfekten Anschluss, wenn ich es wollte, aber so ist das doch nicht geplant gewesen. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen downgraden hier, diese Auffahrt. Die wird jetzt zu einer stinknormalen Autobahnauffahrt, somit deutlich schmaler. Oh. Und schon läuft's besser? Anscheinend irgendwie... Ja, kurzzeitig, aber nicht wirklich lange anscheinend.
Könnten wir dann mal hier hinten noch eine Auffahrt dran zaubern? Irgendwie, am besten auch hier vom Kreis... Na, vom Kreisverkehr aus. Ort bereits belegt. Klappe. Na, von da nach da. Ort bereits belegt. Nee, wir müssen, glaube ich, die Auffahrt hier ein bisschen umbauen. Die bauen wir jetzt erstmal hier komplett ab. Kann der Verkehr da oben schon mal abfließen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann fahren wir da auf. Dann haben wir den Bogen ein bisschen anders gezogen. Dann können wir hier noch so eine Ausfahrt rausziehen. Die kann dann auch direkt nach oben. So, und an die Seite der Autobahn dran. Achso, die ist jetzt... das ist natürlich falsch rum gebaut. Falsch rum gedacht, falsch rum gebaut. Dann machen wir das nochmal. Ups, das müssten wir einmal so. Und dann so. Damit der spitze Winkel da nicht ist, damit die da nicht so abbiegen müssen. Dann haben wir da auch noch eine Autobahnauffahrt. Dann können die da in beide Richtungen hoch. Ich hoffe mal, die Müllwagen nutzen das. Oh, das staut sich hier. Warum fahren die denn hier alle ab? Sind die bescheuert? Ich glaube, die Abfahrt reißen wir mal einmal ab. Auch wenn wir uns da wahrscheinlich einen abgebrochen haben, die da überhaupt hinzukriegen, dann sollen die gefälligst über die Autobahn fahren. Meine Güte. Da hinten die Straße kriegt es wahrscheinlich wesentlich besser gehandelt als diese Mini-Abfahrt da. Das sollte ja nur ein Bypass sein und nicht alle Autos auf dieser Karte sollten da langfahren. Ja, das überfordert die Abfahrt jetzt auch. Dann machen wir die hier auch mal eben dicht. Fahrt weiter. Fahrt einfach weiter. Es ist eine Autobahn. Ihr könnt sie benutzen. Und wenn die meisten davon weg sind, dann bauen wir den Anschluss hier wieder dran. Mal einmal den Stau auflösen. So. Jetzt könnt ihr da wieder runterfahren. Der dicke Stau ist weg. Der knubbelt sich jetzt... Ach, guck. Jetzt fahren die... Ja, die meisten, aber nicht alle. Also, ein paar fahren jetzt hier unten an der Uni ab. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das entschärft das Ganze ein bisschen. Und die anderen, die fahren lustig hier über die Autobahn, fahren da den Bypass. Siehst du, die fahren zwar den längeren Weg, aber die sind trotzdem schneller da. Ich glaube, wir haben zu wenig Abfahrten. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wir brauchen mehr Abfahrten, damit wir hier weniger Verkehrschaos kriegen. Das heißt, ich setze mal da eine Abfahrt hin. Und da eine hin. Und hier hinten am besten auch noch irgendwo eine. Halt, da müssten wir mal einmal an den Boden, bitte. Dankeschön. Und dann... da so hin. Dann haben wir da auch noch eine Abfahrt. Wenn wir das jetzt noch clever lösen und machen da eine zweispurige Straße dran, dann könnten wir da sogar noch eine Auffahrt hinmachen, was vielleicht auch noch ein bisschen entschärft. So. Und dann hier vorne... Nein, nicht upgraden. Aufbauen. So. Dann haben wir da auch noch eine Auffahrt. Hier vorne könnten wir das zwar theoretisch auch machen, aber hier ist der Abstand, glaube ich, zu gering. Da können wir lieber hier an der zweiten Kreuzung dann die Auffahrt machen. So, dann haben wir da an der Kreuzung eine Auffahrt und da an der eine Abfahrt. Die hier ist, glaube ich, groß genug. Da könnten wir sogar, ups, so eine gesplittete Auffahrt hinmachen. Was wollt ihr? Ihr seid zwar Residentials, aber so kommt ihr doch auch besser hier hin und weg. So, wo fahren die jetzt hin, die da abfahren? Also die hier von der Autobahn wollen, können wir da vielleicht noch eine Vorabfahrt hinmachen, dass es sich nicht da so staut. Wo wollt ihr hin? Verratet mir das mal. Wie die sich hier ausfädeln, die knubbeln sich da einfach. Die fahren jetzt da rum, ist schön, und dann fahren sie da hinten rein. Das heißt, wenn wir die jetzt hier in der Kurve am besten schon ableiten könnten, wäre das optimal. Dann können die da direkt auf die Kreuzung abfahren. Dann müssen die nicht hier... Dann nehmen wir die Abfahrt da wieder raus. Dann haben wir da nur eine Auffahrt. Beziehungsweise ich versuche auch mal hier von der Kreuzung noch eine Auffahrt da hochzukriegen. Geht. So, dann haben wir das. Dann können wir die da nämlich komplett abreißen in dem Wohngebiet. Das ist sogar noch ausgewiesen. Das ist gut. Fahren die da direkt auf die Kreuzung, aber dann müssten wir die eigentlich auch zweispurig machen, die Abfahrt. Gefälle zu steil. Das war mir fast klar, dass das nicht geht. Reißen wir das ab, dann brauchen wir da eine zweispurige Straße. Runter. Na, ich möchte dahin. So. Ort bereits belegt. Weil da eine Straße in der Nähe ist, darunter können wir da nicht bauen.
Warum geht das denn nicht? Wegen der Auffahrt? Auffahrt weg. Straße anschließen. So, können wir jetzt die Auffahrt da wieder hinbauen? Haben wir da nämlich eine zweispurige Abfahrt und... Na? So, geht doch. Jetzt haben wir da zwar eine riesengroße Kreuzung und ich hätte da lieber schon wieder einen Kreisverkehr. Ich glaube, der wäre da sogar gar nicht mal schlecht aufgehoben, weil die Straße hier so hoffnungslos überfordert ist. Ja, das wäre vielleicht wirklich eine gute Idee. Dann reißen wir diese Mutantenkreuzung hier nochmal weg. So, das kann hier alles weg. Das Stummelchen da auch. Und dann reißen wir das so komplett raus und bauen hier nochmal, wie gewohnt, einen halbwegs passablen, hoffentlich funktionierenden Kreisverkehr hin. So, das wird schon zu groß werden. So. So. Der wird wieder nie im Leben rund. Ich kann einfach keine Kreisverkehre bauen. So, dann brauchen wir eine zweispurige Einbahn hierfür. Warum geht das nicht? Ist die noch oben? Ne, die ist doch schon unten. Dann bauen wir die nochmal neu. Jetzt wird es natürlich praktischerweise schon wieder dunkel. Warum geht das nicht? Hä? Was ist das denn für ein Bug? So, dann bauen wir das mal nach da und dann nach da und nach da. Dann geht's. Dann haben wir die angeschlossen, dann haben wir da eine zweispurige Straße ganz normaler Natur. Die können wir da auch direkt anschließen. So. Dann haben wir da vorne eine große Landstraße quasi. Die schließen wir mal ein bisschen Bogen hier so an. Die hier unten, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir die da so dran kriegen, wie wir sie hatten. Ja, doch, geht. Die kriegen wir da dran. Der Kreis deformiert sich wieder Stück für Stück. So, dann haben wir das. Oh, jetzt habe ich die falschen gebaut, glaube ich. Oder? 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 Das sind nur zweispurige, keine dreispurigen. Okay, dann brauchen wir da die mit dem Beton in der Mitte, genau. Hä? So. Dann haben wir da die gleichen. Und trotzdem haben wir hier irgendwie noch ein Verkehrsproblem. Der Verkehr fließt hier immer noch nicht so ab, wie er sollte. Das ist eine zweispurige Straße, so wie es aussieht. Die bauen wir dann auch mal um. Nach da, damit da keine Kreuzung mehr ist. Das Teil ist ein riesengroßes Ding, aber eigentlich auch nicht so schön gebaut, weil wir da das Busdepot dran haben. Hatte ich da so ein großes Teil hingebaut. Aber ich glaube, auch diese Kreuzung macht uns hier Probleme. Die Abfahrt funktioniert immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Das ist echt blöd. Ich wollte eigentlich, dass der Verkehr hier sauber abfließt, aber das tut er immer noch nicht so wirklich. Wir brauchen übrigens noch eine Autobahnauffahrt, die habe ich vergessen. So, die haben wir dann da auch direkt. Dann können wir da direkt auf die Autobahn. Ja, der abfahrende Verkehr, der ist hier das größte Problem. Teilen die sich denn alle auf oder fahren die alle zum selben Ort? Dann könnte ich da vielleicht noch was überbrücken. Die meisten wollen, glaube ich, nur geradeaus. Könnte ich ja mal versuchen, das noch zu umgehen. Haben wir denn hier noch den Platz, dass ich hier noch eine zweite Abfahrt hinmache? Nee, nicht so ohne weiteres. Da muss ich mir was überlegen. Am besten von der anderen Seite. Das wäre gar nicht mal schlecht. Wenn ich hier jetzt so, oder hier, so eine Abfahrt hinzaubern könnte. Da ist eine Straße im Weg. Meine Güte, ich will nicht an die Straße. Gucken wir mal, ob das was bringt. Dann fahren wir nämlich hier so ab. Gehen direkt unter die Erde und bauen einen quasi Abfahrtstunnel. Bis hier vorne. Wir müssten dann hier nur wieder aus dem Boden kommen. Irgendwie. Was nicht so ohne weiteres, glaube ich, funktionieren möchte. Alter, was ist denn das hier für ein Gefälle, was du da haben willst? Doch, Alter! Nee, du, das geht ja gar nicht. Also dieses Gefälle, was hier gerade verlangt wird, damit ich hier wieder aus dem Boden komme, das ist fast schon nicht zu verantworten. Dann versuchen wir das mal auf der anderen Seite, auch wenn ich das eigentlich vermeiden wollte, auf die andere Seite hier zu kommen. So, dann haben wir da noch eine Auffahrt, dann haben wir da einen Bypass. Gucken, wird der benutzt oder nicht? Ich glaube eher nicht. Die können in beide Richtungen fahren, denke ich mal. Ja, die können in alle Richtungen fahren. Das heißt, wir nehmen
die hier dann mal eben weg. Am besten nur hier unten so ein Stück. Und dann gucken wir mal, wo die hinfahren. Ob die jetzt da abfahren und ob das funktioniert. Und vor allem, ob das die Straße da jetzt auch komplett überfordert. Ich glaube, die muss ich dann auch nochmal umbauen. Das werde ich dann jetzt auch nochmal eben in Angriff nehmen, dass ich hier das mal wegmache. Das Busdepot kann, glaube ich, erstmal da bleiben. Müsste gehen. Ja, das geht. Das kann da bleiben. Dann reißen wir das hier nämlich alles nochmal weg. Und machen dasselbe Spielchen hier nochmal. Oh, da sind 2 Millionen Fußgänger gerade rausgekommen. So. Was auch immer das ist, es ist jetzt weg. Da haben wir den Kreisverkehr. Dann haben wir da diese Straßen, glaube ich, so wie es aussieht, dran. Zack, da haben wir den ersten. Sind die mit dem Grünstreifen? Das sind die falschen. Ohne Grünstreifen. Der Fußgängerüberweg, den müssen wir da am besten noch wegnehmen, weil der ist auch mehr oder minder eine Engstelle. Und vor allem gerade hier am Busdepot müssen wir da gleich mal gucken, dass wir da Brücken oder Tunnel hinkriegen. Da auf der Seite ist auch der falsche. Dann hätte ich da gerne jetzt auch noch einen Anschluss. Warum geht das denn nicht? Ah, so geht's halbwegs. Jetzt kriegen wir den dann nur wahrscheinlich nicht mehr dran. Ja, das ist ein bisschen blöd. Machen wir erstmal den. Der ist wichtig, weil der ist das komplette Busdepot. Bauen wir den mal ein bisschen weiter weg und gucken mal, ob es dann funktioniert. Das ist ja hier die Verbindung zwischen den beiden Kreisverkehren dann. Irgendwie ist der Kreis jetzt nicht nur unförmig, sondern lässt sich jetzt auch nicht mehr vernünftig anschließen. Das heißt, wir müssen ihn nochmal neu bauen. Ein wenig üppiger. Hoffentlich funktioniert das. Den Autobahnzugang hier müssen wir dann nochmal neu machen. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen im Weg. So. Dann brauchen wir die Verbindung wieder. So, haben wir dran. Dann da die Wohngebietsstraße, das ist eine normale zweispurige. Haben wir auch dran. Und dann nur noch die Autobahnabfahrt, die noch fehlt. Da müssen wir dann aber wieder einmal in den Untergrund. Beziehungsweise aus dem Untergrund raus. Und das geht nicht. Da müssen wir nochmal anders bauen. Das funktioniert nicht so ohne weiteres. Muss ich mit einem anderen Winkel hier runterkommen, weil so funktioniert das schon mal nicht. Da haben wir den Tunnel, den können wir dann auch nochmal neu machen. Oh, da haben wir einen leichten Krater verursacht mit unserer tollen Autobahnabfahrt. So. Dann gehen wir mal... erst nach unten. So, und dann nach da drüben. Zack, dann haben wir da den Autobahnanschluss. Zumindest so halbwegs. Sollte das eigentlich funktionieren, denke ich doch. Aber der Verkehr ist immer noch so extrem. Okay, da fahren jetzt ja auch alle, die hier lang wollen, durch. Ich hoffe mal, das können wir jetzt damit ein bisschen entschärfen. Fahren die jetzt da lang? Ja, doch. Ich glaube, jetzt fahren die da lang. Jetzt müssen wir den Verkehr hier natürlich erstmal abfließen lassen, der da ist. Und jetzt verursachen wir hier oben so einen ziemlichen Stau. Das ist auch blöd. Können wir da noch einen Abzweig dran machen? Nee, ne? Der kommt ja direkt da unten aus dem Boden. Könnten wir vielleicht hier unten noch einen Abzweig machen? Ups. So, und das war zu nah dran. Verdammt. Ein Stückchen weiter weg müssen wir schon bleiben, sonst funktioniert das nicht. Nee, wir bleiben doch noch ein bisschen untern, drunter, hier unterm Kreisverkehr und ziehen hier einmal so einen Bogen. Nach da, jetzt müssen wir nach oben. Na, komm schon. Die Straße will nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. So, und jetzt nach oben. Und da anschließen.
Dann haben wir hier die nächste Monsterkreuzung mit Riesenkreisverkehr. Gucken, vielleicht können wir ja auch die Abfahrt direkt hier rüber schicken zu dem Kreisverkehr, weil der ist ja auch immer noch massivst überfordert. Auch hier, der Verkehr kommt ja gar nicht klar. Wo wollen die denn alle hin? Die wollen alle geradeaus? Links? Ich glaube, links wollen die. Ja, die wollen da drüber. Also nach hier drüben wollen die hin. Wie machen wir denn das? Können wir da vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen, dass sich das hier nicht so staut? Können wir da vielleicht... Ich versuche das mal mit so einer kleinen Straße noch. Folge ist übrigens auch schon wieder zu Ende. So. Nach oben. Bereits belegt, Ort bereits belegt, bla bla. Wahrscheinlich ist wieder das Gefälle zu steil. Das machen wir mal anders. Das kann weg. Und dann hätte ich da gerne eine Einbahnstraße. Haben wir da auch noch so eine kleine Umgehung. Gucken, ob die benutzt wird. Ich hoffe mal ja, sonst hat sie nichts gebracht. Ich weiß, das ist verkehrstechnisch absolutes Chaos, aber vielleicht bringt es ja was, wenn man den Leuten hier die Möglichkeit gibt, nicht hier über diese Monsterknoten drehen zu müssen, sondern direkt ranfahren, hier dran fahren zu können. Aber irgendwie benutzt das Ding keiner. Hm. Na los, warum fahrt ihr denn da nicht lang? Ihr wollt doch alle dahin. Ihr fahrt doch alle da um die Ecke. Warum benutzt ihr denn hier nicht den Bypass? Ah, war einer. Ich glaub's ja nicht. Einer fährt tatsächlich mal da lang. Aber die meisten tun's irgendwie nicht. Ha. Das ist doof, wenn die das nicht benutzen. Das sollte ja hier den Verkehr etwas entschärfen und nicht für noch mehr Probleme sorgen. Ja, das eine Auto, was da wirklich mal drauf fährt, das bringt mich jetzt auch nur bedingt weiter. Wenn ich jetzt hier aber noch vielleicht, das kann ich auch nochmal eben versuchen, vielleicht bringt das ja was, wenn ich jetzt hier abgreife und dann direkt nach unten weggehe und dann direkt bis hier oben irgendwo springe, bis da so. Ne, da komme ich wieder nicht aus dem Boden, das war zu weit. Müssen wir noch ein Stückchen nach da. Komm nicht aus dem Boden. Ort bereits belegt. Ach, da ist die Straße im Weg. Verdammt. Nee, das war eine Scheißidee. Das bringt nichts. Das funktioniert nicht. Der Verkehr hier ist einfach nicht tragbar. Wir müssen da irgendwie noch eine Umgehung hinkriegen. Eine Alternativautobahn hier zwischen wäre vielleicht ganz schön, wenn wir hier die Autobahnen endlich miteinander verbinden, dass die von hier hinten durchfahren können in die Industrie und nicht hier oben durch die Stadt müssen. Das wäre eine Möglichkeit. Können wir denn mittlerweile? Nee, ne? Nee, können wir nicht. Gut, dann müssen wir uns anders helfen. Dann versuche ich in der nächsten Folge mal irgendwie hier eine Verbindung hinzukriegen. Jetzt haben wir uns hauptsächlich hier um das Kreisverkehr-Flickenwerk gekümmert, was wir hier haben. Die sehen auch fast alle gar nicht krüppelig aus. Scheiße. Aber, na gut, es hilft hoffentlich etwas dem Verkehr. Es ist immer noch viel zu voll. Wie gesagt, ich hoffe, das lässt sich regeln, wenn wir die Autobahnumgehung irgendwie dahin bauen, aber... Naja, wird sich beim nächsten Mal zeigen. Ich bin hier erstmal wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.